Willkommen zurück bei World of Warcraft, wo ich dabei bin, die Hexenmeisterin einmal durch das Tutorial zu leveln. Und bis jetzt eigentlich sagen muss, es ist identisch wie. Ach, jetzt habe ich das falsche Ding drin. Quasi identisch wie bei der Allianz. Nur, dass es halt eben Mitglieder der Horde sind, die hier mit mir sprechen. Ich glaube, den Stein lege ich auch mal hier oben hoch. So, nach dem Intro geht es auf alle Fälle weiter. Und natürlich level ich das einmal durch und versuche herauszufinden, wo der grobe Unterschied zwischen Hexenmeister und Magier der Allianz ist. Muss sagen, bis jetzt lässt sich der Hexenmeister aber auch noch relativ gut alleine leveln. Mal gucken, wie das später wird, wenn man mehr so Leben verliert, dann könnte es schwieriger werden. Ich habe kein Ziel. Mal gucken. 3 Stück habe ich jetzt hergestellt. Mal gucken eben. Mehr als 3 geht anscheinend nicht, ha? Okay, aber das wäre schon mal cool, wenn ich hier eine Möglichkeit hätte, mich selber zu heilen. Das wäre schon mal ein Rettungstrupp. Erdenmutter zeigt ihnen den Weg. Entscheidender Vorteil gegen den Hexer. Ich werde eure Lebenskraft ernten. Jetzt dachte ich schon, Manni wäre hier drin. Die mich eingeschlossen haben, brennen. Ich brauche ein Ziel. Tatsache, man kann zwar noch 3 wieder aufleveln. Und da ist der Hexenmeister. Ihr werdet Brennholz für die Flamme. Ich danke euch. Ich bringe uns in Sicherheit. Steigt auf. Antje, bewache und beschütze uns. Ich habe kein Ziel. Dunkle Magie hat diesen Ort verheert. Ich dachte, ich bin gerade gescheitert an der Untersuchung der Leiche des Hexenmeisters, aber das war was anderes. Oh, gut. Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Überlebenden gerettet und alle Spinnen platt gemacht. Diese Spinnen haben unverdient ihr Zuhause verloren.
Tja, wenn ihr es so sagen wollt. Naja, ich finde, die Spinnen... Habt ihr ein Problem mit Spinnen, Wonzer? ...haben ja gut angegriffen, also die wollten wir ja loswerden. Schon mal die Spinnen gesehen, mit denen wir Trolle uns rumschlagen müssen? Tja, dachte ich mir. So, jetzt geht's um die Leiche des Hexenmeisters. Die Horde wird siegen. Bleibt wachsam. Okay, trefft euch mit Bo. Ich stoße zu Bo bei den Harpiennestern im Norden. Trefft mich dort. Ich habe garantiert wieder irgendeine Schatzkiste übersehen. Ich erinnere mich noch hier, dass Delis hier irgendwas wegen dem Lichtelement, genau, da war was. Ich bin die Verkörperung des Lichts und die üble Magie, die mich hier festhält. Ich habe versucht, diese Rituale zu unterbinden. Aber gerne doch. Der Zauber wird schwächer. Das Licht kehrt zu mir zurück. Oh, Freiheit. Meinen tiefen Geschwindigkeit. Dank. Nehmt meinen Segen und setzt der Nekromantie. Na, guck mal, jetzt kann Sie ich mich auch schneller bewegen. Sie scheinen einen Verlassenen für das Ritual gefangen zu haben. Bleibt bereit. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Ach, die Totenläuterung, ja. Mögen die Elemente euch leiten. Ich werde eine Schneise durch diese Harpien schlagen. Ich bin dabei. Ich bin außer Reichweite. Ja, ich wollte auch so viel. Jetzt habe ich die Dings aber gesehen, die Schatztruhe da oben. Meistens übersehe ich sie, ja? Ich brauche ein Ziel. Jetzt würde sich ein Gruppenzauber machen.
Hat ja süß gejault. Das lädt immer noch auf. Zum Boss! Boss! Seher auf mich! So, und die hab hier geraubt. Der glaubt jetzt auch noch dran und dann haben wir es gleich. Ein wachsamer Geist ist ein starker Geist. Passt auf euch auf! Lebenslinie. Was ist das hier? Opfert im Verlauf von 5 Sekunden 25% eurer maximalen Gesundheit, um euren beschworenen Dämon um das Doppelte dieses Wertes zu heilen. Ja, super. Ist jetzt nicht so mein Favorite eigentlich, ne? Lehrwandler beschwören lernen. Quest beenden. Ruft und ich werde antworten. Okay. Da haben wir ihn. Sehr schön, was Neues. Jetzt muss ich nochmal da hoch. Okay, ich dachte, die Quest ist auch da unten, aber leider. Ist sie wohl da oben. Interessant, ein paar kleine eine Schande, in diesen faszinierenden Zauber zu brechen. Haltet ihr die Habier zum Leib? Ihr
zuerst etwas anvisieren. Ich kann das noch nicht benutzen. Ich brauche ein Ziel. Nekromantie! Einfach widerlich, oder? Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich gebe euch Deckung. Vernichten wir sie. Ihr kämpft nicht allein. Noctauga! Lust auf verbotene Magie? Das lädt immer noch auf. Es läuft. Nur weil das irgendwie mit der Heilung hier nicht geklappt hat. Oh. Fehl. Etwas Großes kommt auf uns zu. Wir kämpfen zusammen. Für die Horde! Eieieiei. Machen wir uns aus dem Staub, ja? Ich kann das noch nicht benutzen. Nekromantie! Einfach widerlich, oder? Ja, ja. Wir müssen die anderen retten. Gut gekämpft. Ein weiterer Schritt zum Sieg über diese jämmerlichen Oger. Gruselig, gruselig.
ihr geht dahin und ich gehe hier hin. Diese Oger werden vor der Horde erzittern. Bleibt wachsam. Überall lauert Gefahr. Es geht weiter, Rekrut. Alle anderen halten die Stellung. So, jetzt geht's zur entscheidenden Schlacht, glaube ich, gleich, ne? Und ich halte mich relativ gut. Ah, was haben wir hier nochmal? Mordklaue der Schreckliche. Das war ein goldener. Okay, stimmt. Und im schlimmsten Fall gehe ich jetzt drauf, ne? Ja, sehr schön, hat geklappt. Sucht nach dem Schatz. Schauen wir mal. So, guck, hier sind ganz viele Tote. Da ist die Schatzkiste. Doch langsam. Level 9. Das erste Mal, dass mein Begleiter abgekratzt ist. Das wäre natürlich cool, wenn man mehrere beschwören konnte, aber... Stufe 9. Die Horde hat schon Schlimmeres überstanden. Lasst euch von Herbert Schattenstoß in einem Oger verwandeln und spät die Zitadelle aus. Für die Horde! Interesse an ein paar kleinen Experimenten? Oh! Ein williges Versuchsobjekt. Ein seltener. Gut. Benehmt euch wie ein Oger und bringt uns rein. Gar nicht reden. Einfach lächeln und winken. Je dümmer, desto besser. Pinguine lächeln und winken. Mehr Opfer. Ab zur Kochstelle und Gorgroth winken. Zeigen, was ihr habt.
Geht weiter. Wir müssen etwas über das Ritual herausfinden. Was haben wir denn hier? All die Opfer, die wir verloren geglaubt hatten. Bringt sie nach hinten. Wir versiegeln sie mit den Wärtersteinen. So wie ihren... Gute Vorstellung. Es ist Zeit, zum könnt ihr. Wie ein Oger benehmen, nicht wie einer tanzen. Ich fand Tanzen gut. So, fast Level 10 erreicht. Doch eigentlich relativ gut. Mulgrin, nein! Schnell! Wir müssen diese Siegel zerstören! Ruhekraft wird nicht reichen. Wir müssen den Zauber brechen. Zusammen machen wir diesen Ritualen ein Ende. Jagt die Katapult in die Luft. Stimmt, jetzt kommt das. Stück. Geschafft den Wärterstein. Gorgroth hat Wärtersteine erwähnt. Findet sie und tötet damit Mulgrin. Es läuft. Also müssen wir jetzt doch wieder rein und alle killen. Das kriege ich alles nicht in einer Folge jetzt in den paar Minuten hin. Also, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.